Neuer Tag, neue Aufgaben. Heute wird der Rasen ein bisschen schöner und kürzer. Also an die Arbeit. So, in der Nacht hat es wirklich doll geregnet und es hat gedonnert. Ja, das war auch der Grund, warum ich mit dem Rasenmähen nicht fertig bin. Jetzt aber, wir haben hier zumindest eine Umrandung geschafft, wo zumindest die Leute sehen, dass es ein Privatgrundstück ist, dass das jemand pflegt. Ja, dann geht es hier weiter. Wir haben Besuch aus Deutschland. Ja. So extrem geregnet hat, sind wir mit Lutz auf eine Idee gekommen, jetzt die nicht fertige Arbeit bei unserem Carport oder bei unserem Baumcontainer provisorisch zu Ende zu bringen, damit eine Dachrinne, ohne Fallrohr leider, weil wir kein Rohr hatten, zu gestalten, um das Regenwasser zu sammeln. Ja, und die Idee kam, einfach eine Baukiste, einen Mörtelkübel zu nehmen und einen Mörtelkübel zu nehmen und Löcher paar Löcher zu bohren, und da ist das Wasser nicht so sauber leider, weil ja, Schmutz vom Dach und Haufen Insekten. Aber wir haben eine Filteranlage im Wohnmobil, das filtert alles aus. Und ja, eine Pumpe, die das alles zu unserem Wohnmobil pumpt. Super, wir haben schon locker 700 Liter genutzt. Es sind noch 500 Liter übrig. 500 Liter sind übrig, und dann es regnet immer wieder durch. Also sollte eigentlich uns reichen für Wäsche, für Duschen und so weiter. Ich bin am Rasenmähen, Patricia ist am, naja, Erde sammeln mit Ameisen leider. Um ein bisschen gerade Fläche zu schaffen. Es hat sich schon was angesammelt, deswegen fährt jetzt Patricia das zu entladen. Ich bin gerade hier am, ja, nicht ausrasten, aber ich wechsle hier von Seil auf Scheibe. Mal gucken, wie es funktioniert. Ich habe noch nie sowas benutzt, aber es war im Satz mit der Sense. Obwohl, nee, doch, es steht hier, dass man das eigentlich nicht verwenden darf, aber es war im Satz zusammen. Mal gucken, wie es funktioniert. Du hast mich erschrocken. So, wir sind erstmal guten Tag. Wir sind mit dem Rasenmähen soweit fertig. Also der Rasen hat jetzt nicht 1,20 Meter nur, sondern circa, ja, sagen wir 5 Zentimeter. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie die Rasenfläche pflegen. Ja, Zaun haben wir noch nicht. Es kommt dann irgendwann. Und damit wir die Rasenfläche pflegen können und wir da nicht so viel Arbeit haben, Entschuldigung für die Unordnung, haben wir uns ein Rasenmäher gegönnt. Auch wieder von Champion. Ist eigentlich, dachte ich, eine Billigmarke, aber die geht jetzt auf anderes Niveau. Deswegen werden die Preise auch jetzt dementsprechend erhöht. Soweit ich weiß, das hat mir der Verkäufer erklärt. Wir haben ja die Motorsense auch von Champion, den Motorbohr, also den Bodenbohrer. Ja, genau. Und hier haben wir, ich habe den größten Motor gewählt, den es gibt hier bei dieser Marke. Ich bin sehr zufrieden, obwohl das irgendwie jetzt eine Billigmarke sein könnte. Das hier ist ein 6 PS Motor, auch mit Radantrieb. Und ich habe ein Budget von meiner Frau bekommen. Ich habe dieses Budget nicht überschritten. Hier habe ich einen Akku für diese. Von dieser Champion-Marke für Akkuschrauber. So. Den kann ich hier aufladen. Und ich habe einen Anlasser. Also hier. Ja. Mal gucken, wie der funktioniert. Und wie der mit der Fläche hier klarkommt. Da sind schon ein paar Quadratmeter. Ja, Patricia will auch Rasenmähen. Macht ihr Spaß, dass er Rasenmähen eigentlich selber fährt. Und ja, also mit hohen Rasen hat er auch gar kein Problem. Nur ja, wenn es eng ist, dann braucht man ja eine Sense. Da hat er ein neues Spielzeug gefunden. Wie schön. Potter, przynieś. Ich kann nicht mal gehen, der Arme.
Ja, das ist die Dichtung vom, ja, vom Rohr. Die war hier. Mal gucken. Potterdai. Dobry pier. Puść, puść. Puść. Na. Der ist genervt, dass er damit nicht gut spielen kann. Ach ja. Ah, jetzt geht es irgendwie. Ah, fast. Weintrauben haben ein neues Zuhause gefunden. Ja, und schön im Dreieck, wie auch das ganze Grundstück, haben wir die gepflanzt. Schön gegossen und jetzt gucken wir. Alle drei schaffen, ja? So ist der Plan. Genau, hier soll auch sein, ja, sein Patio entstehen. Mit einem, nicht einem dichten Dach, nur sein Gerüst, damit die Weintrauben auch schön reinwachsen können und so weiter. Auch nach außen soll ein Gerüst sein, in drei Seiten. Ja, so ist der Plan. So, für den Belarus-Trecker, für den Rasenmäher und für den Exkavator. L-Exkavator. Nee, für den Bagger habe ich einen Arbeitsstundenzähler bestellt. Und für den Bagger nochmal zusätzlich zwei Temperatursensoren, um die Hydrauflik-Flüssigkeit und Motortemperatur zu kontrollieren. Ja, und die bekommen nur einfach einen Zähler, die beiden hier. Weil die am meisten genutzt werden. Für den Zweitakt, da sehe ich jetzt hier keinen Bedarf. Also für die Motorsense. Da ist ein Zweitakt, da ist, da wechselt man kein Öl. Und hier wechselt man Öl, hier auch und im Bagger sowieso. Ein Hund braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Ne, Potter? Du filmst mich wieder, naja. So, guten Morgen. Wir werden jetzt Wasser tanken. Das erste Mal Brunnenwasser. Den einen Filter habe ich hier schon vorgestern, glaube ich, rausgenommen. Der war leider von den Insekten aus dem Regenwasser wirklich voll. Ich wollte nicht, dass es irgendwie gammelt. Der Kohlenfilter, der sieht nicht besser aus. Ich kombiniere immer zwei verschiedene Filter. Ich probe neue. Heute werden wir hier ganz normal die Vorstufenfilter. Hier habe ich keine Bezeichnung. Und warte, die haben 5 Mikron. Das ist hier eine Wicklung und das hier ist, glaube auch eine Wicklung, aber ist einfach anders. Mal gucken, wie das hier funktioniert. Ja, die Filter sind neu. Jetzt können wir Wasser tanken. Wasser angeschlossen. Es hat gerade so gereicht. 50 Meter. Und selbstverständlich Ökostrom aus den Bäumen. So, das ist alles Ökostrom. Ja, und das erste Wasser läuft. Ja, mal gucken, wie die Filter aussehen werden nach ja, mehrere tausend Litern. Eine Tankfüllung bei uns sind 300 Liter. Ja, genau. Mal schauen. Jetzt sind die weiß. Sieht, der wird schon dunkler. Der erste, der rechte. Ich habe den ersten Brunnenlauf seit gestern sofort hier angeschlossen. Also ist es eigentlich verständlich, weil der Brunnen hat, sagen wir, ca. 6000 Liter jetzt durch, also ein bisschen wenig. Und ja, das sind jetzt die Reste, also Staubpartikel, die aus dem Brunnen rauskommen. Die werden hier ausgefiltert. Das ist wichtig. Das sind jetzt 3 Minuten. Das sind jetzt ca. 10 Minuten. Tank ist voll. Das sind ca. 250 Liter. Aber wenn der Brunnen jetzt so mindestens 20, 30 Minuten einfach irgendwo laufen würde, also das Wasser irgendwo weglaufen würde, dann wären die Filter eigentlich ja, fast sauber. Aber ich wollte einfach sehen, was da rauskommt. Und wir sehen jetzt, ist jetzt. Genau. Neuer Plan, neue Baustelle. Obwohl da noch nichts steht. Ja, für Potter ein Häuschen mit einem Zaun. Da sind die Zaunfelder. Und hier soll
Also hier ist die Einfahrt. So, gerade eine gerade Linie. Und neben der Einfahrt hier soll eine, das hört sich nicht so gut an, aber ein Käfig, ja. 5x5, weil ein Zaunfeld hat 2,5, also 2 mal 2 mal 2 mal 2. Genau, also 5x5 soll hier ein Käfig entstehen und Potter bekommt seinen Platz. Er soll auch Platz für 2 Hunde für die Zukunft sein. Und dann sieht Potter das Haus. Also kann er uns beobachten. Kann er die Straße auch ein bisschen sehen. Die Einfahrt. Und hier kann er auch was sehen. Also der hat alles im Blick, weil der will immer alles im Blick haben. Also entsteht hier sein Häuschen und wird umzäunt schneller als unseres Häuschen. Das auf jeden Fall. So, mal gucken, was draus wird. Und wir haben es geschafft, den Anhänger anzumelden. Ja, in Russland ist es jetzt schon lebenslänglich mit diesem Kennzeichen. Okay, wenn er verkauft wird, kann sich das ändern, muss auch nicht. Aber da, den Anhänger muss man nicht versichern. Muss man, also es gibt keine Kfz-Steuer oder so. Also ist jetzt eigentlich durch. Fertig. Hat 4 Stunden gedauert. Und ich muss sagen, ich finde jetzt keinen Sinn dahinter. Hier haben wir 52. Ich habe immer noch die gleiche Meldeadresse. Es hat sich nichts geändert. Hier ist 52. Und hier ist 152. Es gibt noch 252, aber naja, komisch. Tag, neue Aufgaben. Das ist jetzt die Spitze vom Grundstück. Und wir fangen an hier in gewissen Abständen. Halt, Patricia. So, Birkenholz zu lagern. Senkrecht. Ja, es geht darum, damit die Leute sehen, wo das Grundstück ist, weil es spazieren viele und gehen einfach aufs Grundstück drauf. Und wir wollen einfach, ja, sind circa 1,50 Meter, die rausgucken und einfach eine Schnur ziehen. Da sieht jeder, dass es jetzt ein Grundstück ist. Für einen Zaun haben wir dieses Jahr leider keine Zeit. Und wir haben uns hier, das war schon vor ein paar Monaten, ein Gerät gegönnt. Das heißt ein Motorbohr, auch von Champion, wie auch unser Rasenmäher und unsere Motorsense. Und ja, macht richtig Spaß. Wir haben hier ein Bohrer 150 mm. Das ist eine Verlängerung, 1 Meter lang, haben wir 3 Stück davon. Und wir haben noch ein Bohrer 300er Schistern, ja, machen das dem Virtu. 300, also 30 Zentimeter, und das ist schon wirklich ein Klopper. Also ist schon groß, ist schon groß. Nee, 20er haben wir nicht. Ja, also 30. Haben wir auch schon genutzt. Macht richtig Spaß, aber das ist schon ein Gerät für 2 Personen. Wir haben das größte gewählt, was zu kaufen war. Und ja, also es geht weiter. Nach circa 20 Minuten Arbeit, es geht wirklich sehr schnell voran, sind wir, wie viele sind schon fertig? Ah, so mal, ach, hier ist 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir den fünften und das sind Abstände jetzt ca. 30 Meter, so wie ich mit den Geodäsisten, den Vermesser, na, die Punkte, Vermessungspunkte gelegt habe. Und jetzt machen wir die einfach ein bisschen mehr sichtbar. Und es geht wirklich schneller, als wir gedacht haben. Ja, dann haben wir ca. Ja, 550 Meter waren das oder 560 Meter um das ganze Grundstück. Wir haben insgesamt 20 Punkte. Ja, erstmal setzen wir die heute und morgen und dann gucken wir weiter. Es werden immer mehr. Ja, sieht schon viel besser aus. Ja, wir arbeiten mit Schnur, damit wir genau unseren Grundstück, ja, markieren können und nicht außerhalb oder innerhalb vom Grundstück markieren und direkt an der Grenze. Ja, die erste Seite haben wir fertig. Da sieht man Patricia neben unserem Feld und da ist der vorletzte Pfosten und hier ist der letzte Pfosten hier. Ja, kein Wunder, dass die Menschen hier nicht die pflücken Waldbeeren. Ich habe damit kein Problem, aber bei uns läuft Porter einfach so und der weiß genau, der geht gar nicht in die Richtung von der Straße, der geht immer auf den Grundweg. Der weiß genau, wo sein Platz ist, da wo es, wo Rasen gemäht ist, da läuft er hin. Und ja, wir machen einfach so. Ja,
ein Pfosten, dann wird nächster und machen das bisschen dicker. Also zwischen, wir haben 30 Meter jetzt Abstand, machen noch eine mit dazwischen. Und dann haben wir jeweils 15 Meter, ein Pfosten und es kommt einfach ganz normale Schnur. Einmal oben, einmal so ein bisschen tiefer, damit auch unser Hund weiß, wo die Grenze ist. Und das müssen wir erstmal mähen. Da geht es ca. 130 Meter und hier geht es 220 Meter. Ja, im Dreieckform. Genau, erstmal Rasen mähen und dann geht's weiter. Jetzt erstmal Feierabend, es ist 19 Uhr. Heute machen wir ein bisschen schneller Feierabend. Und wieder ein wirklich tolles Wetter. Und man sieht hier ist, ja, das ist unser Wald, der ist sehr jung. Hier ist gerade jetzt sehr dünn, also sehr dünne Bäume. Und hier sieht man einen echt alten Wald, okay. Der ist bestimmt älter als unser Wald. Und das ist hier nicht bebaubar, das ist jetzt bezeichnet als Waldfläche und fertig. Und ja, das ist das erste Grundstück, was bebaubar ist. Ja, genau. Abendsroutine wird langsam geschaffen. Es geht jetzt zum Garten. Also ganz in die Ecke vom Grundstück. Die Pflanzen gießen. Ja, schon wieder Ökostrom aus Deutschland. Extra importiert. Hier müssen wir uns noch einen Weg ausdenken. Also ich glaube, wir machen den so, wie wir jetzt gehen und wie der Wasserschlauch entlang geht. Nur wir müssen ein paar Bäume fällen. Der Weg soll so breit sein, damit der Belarus-Träger mit dem Anhänger durchkommt. Und jetzt sind wir in unseren Garten. Ja, wie wir uns so vorbereitet haben. Patricia hat... Nee, nicht komplett, Patricia. Unkraut aber zwischen den Pflanzen weggezüpft. Hier ist es geblieben, hier ist nichts gepflanzt. Ja, Potter mag immer noch kein Wasser. Also, jetzt gießen wir und dann geht's ins Wohnmobil, Feierabend. Ja, so wie gesagt, ich habe nicht so viel versprochen. Wunderschönes Wetter. Ja, und hier haben wir einen, hier haben wir einen zweiten. Trecker mit Anhänger, Trecker mit Anhänger. Ja, heute ist Feierabend. Bagger eingewickelt. Wartet noch auf die Einsätze. Aber kommt gleich. Und der wird auf jeden Fall viel Arbeit bekommen.